Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In diesem Part wollen wir mal mit Maggie uns versuchen, an Satan bzw. an Isaac zu fragen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal mit ein bisschen mehr Leben und dem Yamhart, sodass wir uns heilen können. Das Item kenne ich spontan gerade nicht, aber es ist Monstrous Lunge. Okay. Okay, das ist ein tolles Item. Das ist ein super Start. Das Problem mit Maggie ist meistens, dass man ziemlich wenig Schaden macht, vor allem in den ersten Ebenen. Aber da wir jetzt mit Monstrous Lunge praktisch anfangen, hat sich unser Schadensproblem drastisch reduziert. Wir haben jetzt nur noch das Problem, dass wir unsere Schüsse aufladen müssen. Und das ziemlich lange dauert mit Monstrous Lunge. Das heißt, wir benötigen dringendst Tears Ups. Also Tears Ups sind das jetzt, was wir primär haben wollen in diesem Run. Damage Ups, HP Ups sind natürlich auch alle nicht wirklich schlechte Alternativen. Aber in erster Linie wollen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr Feuerrate. Und ich sehe gerade, wir haben einen Special-Raum in dieser Ebene. Denn wir haben zwei Räume, die wir aufschließen können. Und in einem dieser Räume ist der Shop. Das ist klar. Aber der andere Raum ist der interessante. Und ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, ob man bei einem Raum zwei Schlüssel braucht. Und du Feuer, du hältst das aus, ernsthaft? Hier nur ein Schlüssel. Und im anderen Raum auch nur ein, also nehmen wir den hier mit. Das Book of Shadows, die Karte The Fool und Justice. Gut, wir haben umsonst diesen Raum betreten. Und nehmen einmal kurz das Book of Shadows. Wuhuhu, wir sind unbesiegbar und gehen wieder. Denn das Book of Shadows ist nicht besser als das Yamhart. Mit dem Yamhart können wir alle vier Räume unser Leben regenerieren. Mit dem Book of Shadows hingegen könnten wir uns alle drei Räume oder so ein Schild geben. Und ich bin der Meinung, Lebensregeneration ist wichtiger als die Möglichkeit, sich kurze Zeit unverwundbar zu machen. Und du kleines Biest bist mir zu narren. Kommt mir nicht so nah. Du auch nicht. Wie gesagt, Tears Ups sind jetzt wichtig. Aber wir machen schon sehr gut Schaden. Ich meine, guckt euch die Lebensanzeige des Gegners an, während er uns hier trifft. Yamhart, go! Ein Treffer nur noch, ey. Der ist in vier Treffern oder so down. Das ist weniger, als man mit jedem anderen in der ersten Ebene braucht. Speed und Range Up. Boah. Ja, Range Up ist jetzt nicht wirklich das, was wir brauchen. Speed Up auch nicht. Mit anderen Worten, der erste Bosskampf gab uns kein Item, was wirklich uns nützlich ist. Und ihr könnt mich anspucken. Ich vergesse das immer. Bombe an blauen Felsen. Für Bombe und... Will haben. Okay, ich muss irgendwie für einen Raum fliegen können. Für einen Raum fliegen. Wie stelle ich das an? Durch eine Karte? Wir sehen auch so süß aus. Durch eine Karte, entweder. Oder durch ein Flugitem. Nur wie bekommen wir diese Dinger? Erstmal lassen wir uns anspringen. Aber auf der Ebene sind noch mehr als genug Herzen. Deshalb anspringen lassen ist kein Problem. Solange wir alles töten. Du weg. Du, komm, komm. Einer von euch will zu mir springen. Daneben. Perfekt daneben geschossen. Du weg. Und du weg. Hey. Du da. Hey. Sollst du der Maggie-Shotgun ausweichen? Jetzt aber. Und wir gehen in den Shop, in den Goldraum. Aquarius, Trail of Tears. Ah, okay, wir hinterlassen einfach nur eine Spur von Tränen. Wir weinen. Das dauerhaft. Ich meine, durch Monstrous Lunge weinen wir ja nicht mehr. Wir spucken Blutkügelchen.
haben auch gleichzeitig eine Hasenscharte. Boah. 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 Ah, okay, wir machen Schaden damit. Wie lange brauchen wir, um dich zu töten? Also, das geht ja sogar. A Dime! Der Shop rentiert sich jetzt. Da könnte ein Flug-Item drin sein. Aber wir machen zuerst den Boss. Hey Monster, ich hab was von dir. Boah. Boah. Wow. Wow, 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 wow. Nicht so aggressiv auf mich zuspringen. Boah. Boah. Okay, ich höre schon auf mit dem Geräusch. Boah. Halo, all stats up. Damit bin ich sehr zufrieden. Unsere Schüsse sind jetzt teilweise größer. Wir haben mehr Leben. Und sind ein Tick schneller wieder. Aber viel wichtiger ist, finde ich, die Tatsache, dass wir jetzt schneller schießen können. Als dass wir mehr Schaden machen. Was auch sehr nice ist. Nur leider kein Flug-Item bisher. Vielleicht ist im Shop ja noch irgendwas, was uns fliegen lässt. Ich weiß da aber jetzt spontan nicht, welches Item im Shop sein könnte. Der Noose, also der Strick, ist im Geheimraum zu finden. Nach dem können wir suchen. Wir könnten aber auch in den Opferraum, aber unser Seelenherz. Ja, wir gehen in den Opferraum. Komm. Auf der Ebene sind so viele Herzen. Ey, wie viel soll ich noch opfern? Eins noch. Okay, Opferraum, du bist ein Arschloch heute. Eins noch. Du bist ein großes Arschloch, Opferraum. Deck of Cards, more Card Room. Und... Ja! Spiel, du bist wieder nett. Hangman! Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was war das? Mist, ich hätte lesen sollen. Wahrscheinlich können wir jetzt Spinnen spawnen, wenn wir getroffen werden. Heilen wir uns jetzt mal wieder an diesem Raum auf. Ärgern uns immer noch, dass der Goldraum sagte, nö, du kriegst nichts. Ja, nicht der Goldraum. Der Stachelraum. Hey. Okay, jetzt gibt es zu viele Möglichkeiten, wo es sein könnte. Also lohnt es sich nicht weiter zu suchen. Und wir gehen tiefer. Boah. 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 Ja, wir spawnen ab jetzt Spinnen, wenn wir Gegner töten. Okay, ganz vorsichtig. Denn ich will alles haben. Wie schnell man einfach in diesem Spiel eine overpowerte Kombi kriegt. Und auch noch den Parasite. Unsere Schüsse splitten sich jetzt, wenn sie auf etwas treffen. Mit anderen Worten, sie kommen auf. Ne, sie kommen nicht auf. Nur wenn wir einen Gegner treffen, explodieren sie in mehrere Schüsse. Wie man gerade sehr schön gesehen hat. Mit anderen Worten, wir kleistern einfach den gesamten Raum in Schüssen. Oh Mann, was für OP-Items könnten jetzt noch kommen? Das ist so einer der Momente, wo ich mich ärgere, dass das hier nicht Hardcore ist. Ja, in den Raum gehen wir. Zwei dunkle Herzen. Ein halbes Herz wieder Schaden nehmen. Das würde ziemlich viele Bomben kosten. Zwei, wenn man genau zählt. Zur Sicherheit erstmal die Feuer ausmachen. Wenn wir noch eine Bombe finden, machen wir das sogar mit der Kiste. Einfach weil Kiste. Ah, Mist. Ärgerlich. Das ist so ärgerlicher Schaden wieder, der nicht sein müsste eigentlich. Aber okay, wir haben das Leben an sich. Und ja, wir haben genügend Bomben. Und ich renne direkt in den... in die Pfütze des Gegners. Welcher Raum war denn das, wo ich rein wollte? Irgendwo war eine Kiste. Ach, da unten. Ja. Aufpassen sollte man auch können. Pam. Pam. Für ein halbes Herz. Perfekt.
Zwei Bomben für ein halbes Herz. Ich halte es zwar nicht für den besten Deal, vor allem wenn wir über auf der Ebene halbe Herzen liegen haben. Aber ich bin zufrieden. Ich beschwere mich nicht in diesem Run. Es ist schon zu viel Gutes geschehen. Wirklich, in diesem Run. Ich habe schon zu viel Glück. Das ist so... Als würde das Spiel mit mir sagen, hier komm, nimm, du brauchst das heute mal. Heute brauchst du mal das Glück. Ich brauche es nicht. Nimm ruhig. Mega Maw. Eigentlich der perfekte Gegner für unsere Kombi derzeit. Weil wir ihnen multiplen Schaden machen können. Und du hast auch Monstrous Lunge, sehe ich. So. Und weg bist du. Passion Boy gibt uns Geld. Oh, sogar ein Nickel dabei. Das heißt, wir gehen in den Shop. Black Candle. Habe ich noch nicht getestet, was die macht. Nehmen wir mit. Curse Immunity und Evil Up. Curse Immunity und Evil Up. Okay. Also wir sind verflucht, haben jetzt eine Immunität und sind böse. Wo ist der Haken? Ah, zu viele Möglichkeiten. Obwohl, eine teste ich noch hier unten. Yes. Und wir kriegen zwei Bomben wieder, das heißt, wir sind bei plus minus null. Sprengen ihn für eine kleine Spinne. Ja, ich sprenge arme Shopkeeper für Spinnen. Und ich, dabei mag ich noch nicht mal Spinnen. Also spreng ich sie einfach, weil ich Lust habe, sie zu sprengen. Oh, hahaha. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitnehmen will. Ich nehme es mit. Wir nähern uns langsam der Kombination, die ich in dem OP-Run bekommen habe. Stirb. Das Problem an dieser Kombi ist, ich habe Angst, mich selber zu sprengen ab jetzt. Weil ich das sehr gerne schaffe mit dieser, mit diesem Item. Feuer aus. Feuer aus. Seht ihr? Ich habe das Ding gesprengt, obwohl ich es nicht sprengen wollte. Wir brauchen dringend wieder einen Schlüssel. Ja, there's something inside. Jeder gesprengte Stein ist jetzt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Geld zu geben. Und ich hätte den Raum besser ausnutzen können. Pam! Gegner weg! Pam! Gegner weg! Das ist scheiße. Das Spiel präsentiert mir das, was ich haben will, aber ich muss dafür Schaden nehmen. Also warte ich noch erstmal, bevor ich es mache. Catacombs 2, Boss können wir machen vor. Hallo? In dieser Kombination sehr einfach. Die Schuhe für mehr Range. Und was kriegen wir im Devil Room? Keines der Items lohnt sich wirklich für uns. Behalten wir lieber unser Leben. Aber den Schlüssel bin ich jetzt schon sehr fest am Überlegen, ob ich den nicht vielleicht nehmen sollte. Ups. Das ist es wieder. Ich habe mir selber Schaden gemacht. Und jetzt haben wir auch genügend Münzen fast, dass wir den Shop nehmen sollten. Ich opfer jetzt ein bisschen. Mir egal. Ich will endlich was aus diesem Raum haben. Ich kriege nichts. Oh Mann, Spiel. Sei sozial ein bisschen. Ein bisschen nur. Es muss nicht viel sein. Gehen wir in die Arcade. Spielen ein bisschen Münzen weg. In der Hoffnung, einen Schlüssel zu kriegen. Ich will nicht mehr Geld, ich will Münzen, Schlüssel. Ich darf die Gegner nicht mit meinem Schuss töten, wenn ich hier einen Fail habe. Weil ich dann Gefahr laufe, ihn zu sprengen. Oh, anderthalb Herzen.
wie ich mehr spenden kann. Oh, ich habe keine Münzen mehr gerade dabei. Das erklärt, warum ich nicht mehr spielen kann. Charles Hart erhöht unsere Wahrscheinlichkeit auf Herzen. Zwei Bomben. Ihr habt euch immerhin gerade selbst mir die Bestätigung gegeben, ich darf euch sprengen. Gebt mir doch nur einen Schlüssel, Mann. Einen einzigen. Oder Skatula. Skatula ist auch gut. Gut. Skatul. Skatule. Hegeles. Bam. Wieder so ein Ding, was ich nicht ganz mag. Ein halbes Herz. Also einmal ran. Für zwei Münzen, die ich vielleicht jetzt in Schlüssel umwandeln darf. Zwei neue Münzen. Okay. Zweimal spende ich noch. Oh, drei Stück. Vielleicht jetzt. Okay, du hast mir gesagt, ich soll dich sprengen. Dann sprenge ich dich. Noch eine Bombe. Du auch weg. Eine 10er-Münze. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei minus 1 in diesem Raum. Oh. Pff. Nee, nee, nee. Den Raum mag ich nicht so. Wir brauchen die Schlüssel. Das ist so scheiße gerade. Wir brauchen so dringend die Schlüssel. Ich könnte den Schaden hinnehmen. Ja, ich glaube, ich werde den Schaden hinnehmen. Und werde mich damit dann in den Shop begeben. Also, rennen wir hier durch mit Volldampf. So, mit The Fool gehen wir wieder zurück an den Anfang. So dass wir nicht auf dem Rückweg auch nochmal Schaden kriegen. Wir werden uns mit diesem Schlüssel bewaffnet. Erstmal nachgucken, ob hier der Geheimraum ist. Nebenbei 5 Münzen einsammeln. Oder noch mehr. Da kann er nicht sein. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Shop. Die fette Fliege. Die will ich haben. Also nehme ich sie mir. Giant Spiders and Flies. Denn wir spawnen Spinnen und wir sind jetzt riesig. Ja, Spinnenherrscher. Nein, wir öffnen die Kiste. Wir haben große... Warte. Okay, nirgendwo liegt was. Wir wechseln das Item. Wir wollen ab jetzt Fliegen spawnen. Denn wir haben große Fliegen und große Spinnen. Und warum nicht noch mehr große Fliegen und große Spinnen? Wo wir schon dabei sind. Diesen Weg will ich erstmal vermeiden, solange ich kann. Solange ich kann, vermeide ich es, den Weg mit dem Gravitationsfeld zu gehen. Oh, es ist so schön, dass sie jetzt noch mehr Schaden machen. Oh, los, du da unten hast doch bestimmt getriggert. Nee, hast du nicht. Oh. Pam. Langsam, aber sicher weggebrannt. Wenn ich hier lege, dürfte ich die gesamte Seite sprengen. The Magician. Perfekt für diese Combo. Nehmen wir mal alles mit. Ah, Mist. Ich wusste, dass ich von irgendwas Schaden kriege, aber ich war mir nicht sicher, was mich treffen wird am Ende. Gut, Weg links ist, Weg rechts ist durch. Ah, das ist wieder so einer. Go, 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 go! Wir sind schnell genug geworden, zum Glück. Komm. Ich wusste, es ist noch eine zweite da. Eine wäre irgendwie zu einfach gewesen.
Magician und The Moon. Der Geheimraum. Dort. Ernsthaft? Dort hätte ich niemals nachgeguckt. Hangman. Tower will ich nicht. Also setze ich sie ein. Sehr gut. Magician will ich behalten. Aber Hangman ist auch was. Und das ist Gerard. Setzen wir Gerard ein. Eine weitere Karte. Zweimal The Hangman. Ja, für zwei Räume fliegen. Mache ich lieber. Und halt. Da ist doch ein Greed. Da war doch ein Greed. Wie schnell er einfach draufgegangen ist. Aber wir sind immer noch auf der Suche nach einem... Spinnen. Die zerplatzen, sind dann klein und werden größer. Boah. Boah. Haut ab, ihr Feuer. Ihr müsst ausgesprengt werden. Was? Das ging mir jetzt zu schnell, um zu verstehen, was passiert ist. Ich glaube, der eine hat den anderen gesprengt und wir haben zwei Schlüssel. Wir können den Goldraum nutzen. Plus einen gefundenen Bossraum. Macht eine glückliche Maggie. Gehen wir also nochmal zu dem Goldraum. Weil Goldräume sollte man an sich nicht auslassen, wenn es nicht irgendwie eine Challenge ist. Ah, Mist. Durch. Möglichst schnell. Komm, geh hoch. Danke. Plus diesen Raum will ich auch nehmen. Alle brennen, alle sterben. Mom's Wick, you feel itchy? Was macht das Item? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine wunderschöne Perücke auf. Ja, scheiß drauf. Oh. Wieso ist hier... War hier immer schon Geld in den Ecken? Ist das ein X? Nein. Hm. Egal. Gehen wir zum Boss dieser Ebene. Wir sind in den... In der Necropolis 1. Das heißt, wir kriegen noch nicht Mom. Mask of Infamy. Die mich zweimal getroffen hat, gleich auf einmal. Dreimal. Und sie ist down. Wir werden zwar dadurch langsamer, aber ich will ehrlich gesagt ein bisschen langsamer sein. Petro. Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Und dann Hangman. Justice. Nochmal mehr Items. Den Zehennagel nehmen wir nicht mit. Mit dem würden wir uns selber praktisch umbringen. Und wir gehen tiefer. Mit unserer Spinnen- und Fliegenarmee. Bewaffnet. Nochmal eine Arcade. Ich müsste eigentlich noch ein Orbital kriegen. Zumindest eine Pretty Fly wäre gar nicht schlecht. Pam. Er hat, finde ich, eine der schönsten Sterbeanimationen. Oh, Bettlerraum. Auch gut. Komm, nimm noch mehr. Ich hab Zeit. Upp. Die wollte ich denen eigentlich nicht geben. The Moon. Geht uns in den Geheimraum. Wir kriegen so viele Karten. Noch ein Hangman. Ein Empress. Und Two of Diamonds. Gut, wir haben jetzt genügend Schlüssel bis an unser Lebenende. Nehmen allerdings weiterhin zweimal Hangman mit. Ich finde, Fliegen ist trotzdem wichtiger. Na los. Komm, Hand. Pam. Komm, Hand. Pam. Okay, jetzt müssen wir taktisch schon fast vorgehen. Du, weg. Justice. Einmal von allem wieder. Und wir sammeln Herzen an. Das ist sehr gut. Während wir sie gleichzeitig verbrauchen. Die Münzen sind ehrlich gesagt nicht wert.
Nein, 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 nein. Sie sind es nicht wert. Punkt. Wir haben jetzt genug Geld, wir haben keine Bettler und ich bin am Überlegen, ich gebe ihm meine Herzen. Stärke gibt uns temporär ein weiteres Herz. Deshalb habe ich sie jetzt eingesetzt. Temperance, ernsthaft. Komm, gib mir einen guten Deal. Nochmal ein temporäres Herz und wir werden immer größer. Immer größer. Daggers. Noch ein Hangman. Ah, danke. Experimental Treatment. All stats up, then shuffled. Wir haben ganz wenig Tiers up. Wir haben maximale Range. Nicht gut. Aber wir machen Schaden jetzt. Schön viel. Doch wir sind so langsam mit unseren Schüssen. Ah Mist, den letzten Schlüssel hätte ich dir nicht geben sollen. Zwei spreng ich davon, das sind zu viele. Hangman, Hangman, Hangman. Wir können so lange fliegen, wie wir wollen. Und wir sind so fucking schnell. Niau. Speedy. Speedy. Nur ich muss mich dran gewöhnen, dass der Aufladen der Schüsse jetzt wieder so lange dauert. Kein Schlüssel, sorry. Wir brauchen dringend Schlüssel. Wuhu. Ah. Der Joker in den Geheimraum. Temperance. Justice, nimm Schlüssel. Und das Feuer hat mich getroffen. Was liegt hier? Magician? Hierophant? Ah, zu früh in den Raum gegangen. Und Carriot. Carriot. Das kann man ausnutzen. Erstmal noch mehr, was eine Spur hinter uns hinterlässt. Wir streichen den Raum in Rot und Weiß. Warte, 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 warte. Wie weit war die Range gerade? Ich habe das Feuer auf der einen Seite ausgemacht und auf der anderen Seite ist auch eins explodiert. Ernsthaft? Was für eine mega Überrange haben wir gerade? Aber erstmal Carriot ausnutzen. Ah, warum nicht? Ehrlich gesagt. Wir haben so viele Herzen über. IV Bag. Portable Blood Donating Machine. Das Item, was ich nicht wollte. Hangman, Hangman, immer noch. Haben wir jetzt zweimal Hangman dabei? Sehr gut. Gehen wir doch damit einfach in diesen Raum. Hangman! Haut ab, ihr Spinnen. Und nochmal Hangman und raus. Oh, schade. Beim Verlassen kriegt man also auf jeden Fall Schaden. Aber wir haben jetzt zweimal Hangman verbraucht. Was? Wieso habe ich das geöffnet? Broken Magnet nehmen wir mit. Wir hätten in den Shop gehen können. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass hier oben der Geheimraum ist. Wo er nicht ist. Moment mal. Ja, wir hatten den Geheimraum schon gefunden. Schade. Magician, Joker und nochmal ein Hangman. Wir haben ja so viel Glück mit Karten. Holen wir uns einfach mal noch mehr. Emperor, challenge me. Justice. Wir haben wieder unseren Schlüssel zusammen.
Der Boomerang für Item Retriever, aber viel wichtiger ist der Schlüssel. Und wir können sau viel Geld spenden. Erstmal ein paar Fliegen machen. Ja, ich könnte Boomerang einfach so kaufen. Nee. Ich meine, ich habe keine Items, die ich irgendwie holen will. Also spenden wir jetzt ganz viel Geld, einfach weil wir die 999 mal schaffen wollen. Mal sehen, wie lange die Maschine es mitmacht. Wir sehen die Anzahl nicht, wir werden es am Ende rausfinden, wie viele es wurde. Schaffen wir die 200? Schaffen wir sie? Nein, tun wir nicht. Schade. Hangman! Weil wir eh keine Goldräume und so mehr in den tieferen Ebenen finden. Wir können uns hier nochmal ein paar Karten holen. Temperance! Und High Priestess. Mother is watching you. Wenn ich sie hier einsetze und ganz schnell rausrenne, dürfte sie nicht mehr aufstampfen. Yes. Du willst immer noch Schlüssel. Aber du, ich habe keine mehr für dich, also springe ich dich. Sorry. Danke. Du hast mir genau die Kombination gegeben, die ich wollte. Oh, im Geheimraum sind noch ein paar Karten. In der Hoffnung, noch mehr Karten zu kriegen. Ich weiß, gierig, gierig. The Empress, may your rage bring me your power. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir keinen Devil Deal nach diesem Raum kriegen, nach dem Bosskampf meine ich eher. Ja komm, die Bombe nehme ich auch mit. Werden wir uns dazu entscheiden, The Devil einzusetzen? Emperor, challenge me. Ah Mist, wir kommen doch hier nicht mehr raus. Oh, ich hab nicht nachgedacht. I fucked up. So viel zur Technik. Ja, so viel zur Technik. Mist, wir haben ein Devil Room liegen gelassen. Ich dachte mir, es wäre vielleicht eine coole Idee, einfach das Item schnell einzusetzen und weiterzugehen. Aber nee. Ich hab nicht nachgedacht und ich hab mich selbst gesprengt. Na los, komm hoch. The Fool. Mit der Karte. Hättet ihr uns die nicht früher geben können? Der wären wir wieder zurück an den Anfang gekommen. Ich brauche eigentlich in diesem Raum schon gar nichts mehr machen. Und der Broken Magnet klappt komischerweise sehr gut. Große Spinnen eingesperrt. Ein Eternal hat. Können wir jetzt schon mitnehmen? Wir haben genügend. Nein. Wer macht das? Für den Kackhaufen. Nein. Was? Ah, der Fleck am Boden. Der Fleck am Boden ist schuld. Ich sehe schon. Halt. Da könnte was drunter sein. Nein. Schade. Spinnen- und Fliegenarmee und das in riesig. Das ist ein guter Run. Der gefällt mir. Ja, er war schon eigentlich auf den ersten zwei Ebenen entschieden. Das, was wir jetzt gerade kriegen, ist eigentlich nur die kleine Krönung. Ich meine, Girlie wird... Das geone-shottet und ich passe mal wieder nicht auf. Macht es. Ihr schafft das. Und Bosskampf-Time. Daddy Longleg haben wir auch noch nicht bekämpft. Normalerweise würde er von der Decke mit Füßen stampfen und so. Wir haben ihn allerdings so schnell getötet, er hatte keine Chance. Und das heilige Schild. You unlocked the forgotten horseman in the basement. Das Schild bewirkt, dass wir pro Raum einmal getroffen werden können, ohne Schaden zu nehmen.
Das heißt, wir sind jetzt noch stärker. Oder noch mehr aushaltender. Zwei Schlüssel? Okay. Danke für die Fliegen. Ich spreng jetzt einfach alles auf. Ich brauch die Bomben nicht eigentlich. So. Und da wir das böse Foto mitgenommen haben, beziehungsweise das Schild, wie man sehen kann, dreht sich in die Richtung, wo wir gucken. Tada. Wow. Und können uns damit dann in diese Richtung verteidigen. Ich würde zwar gern wissen, was mich gerade getroffen hat, aber okay, Spiel. Wenn du das sagst. Und ich schaffe es wie immer, mich selbst umzubringen fast, in solchen Räumen. Spinnen haben einen Nachteil. Petro, change. Irgendwas hat sich jetzt verändert. Ich weiß nicht was. Da konnte man sehr schön das Schild sehen, wie das funktioniert. Und zweimal The Fool. Ja, konzentrieren muss ich mich nicht wirklich bei dem Leben und allem. Was? Ernsthaft? Gucken wir erstmal, ob es woanders weitergeht. Ich hasse diese Stacheldinger. Weil sie es immer schaffen, mich irgendwie umzubringen, ohne dass ich es mitkriege. Ich habe so viele Runs schon durch solche Räume zerstört. Hör auf zu spucken. Du da drüben auch. Bing. Ganz langsam auf mich zufliegen gelassen. Wir müssen durch. Aha. Bis da. Über die Kiste, durch. Den Inhalt der Kiste können wir uns gleich nochmal holen, wenn wir lustig sind. Währenddessen Doppelmonstro mit unserer eigenen Monstro-Lunge töten. Quatsch. Ah, Mist. Hat sich also nicht gelohnt, den Raum zu betreten. Wir haben unser Dämonenherz verloren. Dieser Raum hat sich gelohnt. Er hat nämlich uns eine Gratis-Aufladung an Fliegen gebracht und noch zusätzlich eine Spinne. Pock, pock, plock, plock, plock. Und Bosskampf-Time. It lives. Was, wir sind schon so tief? Ich bin gerade am überlegen, was sich mehr lohnen würde in dieser Kombi. In die Kathedrale zu gehen oder eher doch nur zu Satan in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich wähle Satan. Einfach, weil wir das negativ haben. Und ich wissen will, was es bei Satan macht. Für mich ist es ja auch noch neu. Vieles. So, Mutter, das Herz besiegt. Wir gehen allerdings nochmal zurück und füllen unsere Herzen auf. So. Und gehen jetzt tiefer zu Satan. In den Sheol. Hallo, 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 hallo. Ich lasse euch das mal erledigen, Spinnen, solange ihr noch da seid. Kommt schon. Einer pro Spinne. Ist ein guter Deal. Mir egal, ob es ein schlechter Deal in weit ist. So, da einen hin. Da eine hin. Da eine hin. Und wir haben keine Bomben mehr. Mist. Aber wir haben noch The Empress. Die will ich mir ehrlich gesagt aber auch nach Satan noch aufheben. Falls danach noch was kommt, dass ich vorbereitet bin in Form einer Karte, die unseren Schaden nochmal erhöht. Vielleicht ist da drunter noch eine Karte. Nein. Wow. Bist schneller draufgegangen, als ich es erwartet hatte. Eine Joker-Karte. Und eine Devil-Karte. Devil und Empress nehmen wir mit. Ich will ehrlich gesagt auf diesen Ebenen keine Devil-Deals mehr machen. Und das Schild hat uns gerade mega viel Schaden abgewehrt. Du hast ein Gravitationsfeld, du musst verschwinden. Und der Poops-Penny. Nein.
außer Distanz möglichst ausschalten. Denn wenn sie zu nah sind, fangen sie an zu spawnen. Und man will nicht, dass sie anfangen zu spawnen. Wie viele von euch sind hier? Zwei nur? Wenn es wirklich nur zwei sind, bin ich vom Spiel schon fast enttäuscht. Es waren nur zwei. So mega hammer schwere Räume und dann Doppel Red, einfach nur. Gerade noch rechtzeitig das Leertasten-Item eingesetzt. Obwohl, ich werfe mehr Schaden so mittlerweile. Langsam fühlt es sich wirklich so an, als würden wir ein bisschen wenig Schaden machen. Ah, du bist ein Auge, was schießen kann. Ich habe mich noch gefragt, was du machst, als du mich noch nicht angegriffen hattest. Ja, da war Schaden nehmen. Ganz okay. Hier werde ich jetzt einfach saulang spielen, bis ich keine Münzen mehr habe oder der Automat sich selber sprengen will. Danke. Immerhin ein Herz. Was ich sogar bekommen habe, ohne mir Schaden zu machen. Angriff. Und Bosskampf. Wir kriegen Satan. Wer hätte gedacht? Empress eingesetzt. Die Devil-Karte heben wir auf. Boom. Gespalten. Ein Treffer, okay. Hey. Ganz ruhig. Wir sind doch Freunde. Wir kennen uns schon so lange, Satan. Phase 3. Wir haben ihn besiegt. Haben das Negatron mitgenommen? Aber es hat nichts gemacht. Okay, wir müssen damit also nicht zu Satan anscheinend. Oder halt. Wir konnten in die Kiste gehen und irgendwas passiert. Guardian Angel has appeared in the basement nebenbei. The Dark Room. Okay. Wir spawnen jetzt zusätzlich noch Fliegen. Okay. Was geht hier vor sich? Die Ebene sieht ehrlich gesagt sehr gefährlich aus. Stärke. Ein bisschen mehr Damage und ein Leben mehr. Und wie klein sind die Räume zum Kämpfen? Oha, und da soll man Ratch drin bekämpfen? Oder noch größere? Okay. Diese Ebene habe ich noch nicht gehabt. Die gab es auch im alten Isaac nicht, angemerkt. Bisher noch ganz entspannte Räume, nicht so wie in der Kathedrale. Spiel, du machst es mir ein bisschen einfach. Book of Revelations, wir nehmen es so lange mit, solange wir können. Solange wir können, ja. Das ist wahrscheinlich zwei Räume. Ah, wir kriegen Leben. Was? Zweimal ihn? Er ist ein garantierter Tod eigentlich. Garantierter Tod, er ist doch der Tod. Ah, dieser Wortwitz war nicht geplant. Ich entschuldige mich für alle, die jetzt an einem halben Lachkampf gestorben sind. Ausweichen. Dodging Skills. Die Ebene scheint auch sehr, sehr groß zu sein. Zwei Seelenherzen mitnehmen auf jeden Fall. Zweimal den! Zweimal The Gate! Leute! Der wird mich töten! Ich weiß nicht, hat er einen Angriff zur Seite? Ich glaube nicht. Indirekt zur Seite. Ja. Nee, das wird nichts. Zweimal Ratched. Einer ist weg. Der andere ist weg.
Halbe Herzen bringen uns nichts. Jetzt haben wir wieder ein Leben. Zweimal Husk. Einer hat uns getroffen. Na, Fetzo. Wie viele von dir sind hier drin? 4. Ist okay. Irgendeiner saugt mich also dauerhaft an. Und ihr... Boah! Okay, er ist also einer der Gegner, die in Masse angsteinflößend werden. Weil irgendeiner immer am Spucken ist. Allein ist er wirklich ein sehr, sehr einfacher Gegner. Aber sie können einfach mal den gesamten Raum mit Schüssen zukleistern. Wunder, dass sie noch nicht getroffen wurde. Einer ist weg. Und ich habe mich selber umgebracht. Schade, schade, Schokolade. Das war die neue Ebene. Zumindest eine der neuen Ebenen, wenn man mit dem Negativ zu Satan kommt. Aber wir haben es geschafft, mit Maggie Satan zu besiegen und The Guardian Angel freizuschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nein, schreibt mir wieso. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt The Binding of Isaac Rebirth. Auf Wiedersehen.